Susan Sonntag, sehr, sehr komplexe Figur, Autorin, 1933 geboren, Feministin, sehr, sehr kritisch auch gegenüber dem Nationalsozialismus, gegenüber der herrschenden Moral, war inspiriert durch Foucault, war inspiriert durch Simone de Beauvoir, durch die französische Literatur und die französische Philosophie. Und sie hat unglaublich viel geschrieben und in viele verschiedene Richtungen gedacht. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich nehme einen Teil, einen bestimmten Aspekt von ihr, den ich hier ähm, bespreche. Und dann äußere ich mich aber auch kritisch dazu. Das heißt also, es ist nicht so, dass ich bloß hier zusammenfasse, was sie sagt sondern dass ich auch dazu Stellung nehme und versuche, das ein bisschen philosophisch einzuordnen. Sie hat hier ähm, einen Aufsatz geschrieben, wo es um das Interpretieren geht, also die Art, wie wir Dinge sehen und interpretieren. Skobel, ein Philosoph aus Deutschland, hat das äh, unlängst kommentiert und meinte eben, dass was Susan... Sonntag uns sagen will, ist, dass wir mit einer sehr aggressiven Haltung, mit einem hohen Moralismus in die Welt schauen, gerade als Intellektuelle und die Dinge auch kaputt intellektualisieren, kaputt besprechen und dabei den eigentlichen Blick auf das, worum es wirklich geht, verlieren. Und das, worum es wirklich geht, ist eben, sich einzulassen und nicht zu sehr in so einer Überkategorisierung äh, und in klaren Mustern, die man so aus der Schule und aus der Akademie kennt, zu versuchen, die Dinge einzuzäumen und einzugrenzen. Es geht ein bisschen in die Richtung wieder dem Methodenzwang von ähm, Paul Feierabend, der ja auch sagt, also die Art und Weise, wie wir mit empirischen Methoden auf eine bestimmte Art und Weise so ähm, die Wahrheit in kleine Häppchen zersägen und dann zu uns nehmen, ist eigentlich etwas, das für sich schon hinterfragt werden muss. Ist das der richtige Zugang? Sollten wir das wirklich so machen oder gibt es nicht vielleicht einen besseren Weg? Und so ähnlich ist es hier auch bei Susan Sonntag. Ich lese jetzt diesen Artikel hier im Englischen Stück für Stück vor, übersetze das und dann kommentiere ich dann ähm, diese Geschichten. Also, wir schauen in den Text. Hier der erste Satz. Today is such a time when the project of interpretation is largely reactionary. Also, wir leben in einer Zeit, in der das Projekt der Interpretation sehr, sehr äh, reaktionär ist. Stifling, also stiff. Steif, eingeengt, unbeweglich. Um, like the fumes of the automobile and of heavy industry, which befohl the urban atmosphere. Also, wie die Abgase der Automobile und der schweren Industrie, die die urbane städtische Atmosphäre vergiften. The effusion of interpretations of art today poisons our sensibilities. Also, diese. Fusion das Ausströmen, das Herausströmen ähm, der Interpretationen von Kunst äh, vergiften unsere Sensibilitäten. Also unsere Sensibilität, unser eigentliches Empfinden, das wir haben, wenn wir nicht nachdenken, wenn wir den Verstand ausschalten, das wird zerstört, das wird erstmal kaputt gemacht durch... Diese ganzen Schablonen, die wir schon haben und mit denen wir dann das Ganze so da draufsetzen. In a culture whose already classical dilemma is the hypertrophy of the intellect. Also hier startet sie mit einer Behauptung, die sie jetzt nicht belegt. Ne? Also in einer Kultur, dessen ähm, klassisches Dilemma in einer Hypertrophie des Intellektes besteht. Also Hypertroph bedeutet also ein übermäßiges Wachstum. Der Intellekt ist übermäßig ausgeprägt. At the expense of energy and sensual capability, also zu Ungunsten von Energie und Sinnlicher Kapab äh, Fähigkeiten. Interpretation is the revenge of the intellect upon art. Also die Interpretation ist die Rache des Intellektes gegenüber der Kunst. Also die Kunst auf der einen Seite und die Interpretation auf der anderen Seite werden hier gegenübergestellt und es wird so gesagt, ähm, die Kunst ist das Freie, das Offene, dieses Sinnliche, ne, das ist also so das, ähm, das eigentliche, das natürliche, das... Was also jetzt aus dem Menschen tief herauskommt, was energetisch ist. Und die, der Intellekt, der ist so hypotrophiert, der ist so darüber gelegt, der ist irgendwas Krankes, was Giftiges, der diesen natürlichen Instinkt kaputt macht. Also das Natürliche und das Unnatürliche wird ja auch gegenübergestellt. Und jetzt kann man natürlich von Anfang an fragen, stimmt das überhaupt? Kann man das überhaupt so sagen? Ist nicht Kunst, also schon von der Begrifflichkeit selbst her, artifiziell? Eben gemacht und muss gelernt werden, wie ein Handwerk. Ist also das hier schon eine richtige Beschreibung? Ne? Und jetzt könnte man natürlich dann sagen, na ja, aber du überinterpretierst ja jetzt schon wieder diesen Text. Naja, man kommt ja aus dem Interpretieren nicht heraus. Sie interpretiert ja auch, was Kunst ist und was dann halt eben äh, angeblich also das richtige Wahrnehmen ist. Das heißt also, wir haben hier ein Dilemma hinter dem Dilemma. Die Hypertrophie des Intellektes, dieses also überbordende des Intellektes, ist auch das, was uns das Problem erkennen und identifizieren lässt. Das heißt also, ohne in die Hypotrophie zu gehen, können wir nicht den Verlust des Ursprünglichen und, und der sensual Capability überhaupt wahrnehmen. Wir müssen also erstmal hypotrophieren, um uns dann zurückzunehmen. Und das hier ist schon, ähm, also aus einer philosophischen Perspektive, ungenau und impräzise beschrieben. Even more, it is the revenge of the intellect upon the world. Also sie geht noch einen Schritt weiter und sagt, das, was wir hier haben, ist eine Art kosmischer Konflikt. Die Rache des Intellektes gegenüber der Welt. Die Welt ist das Eigentliche. Das, was die Künstler ausdrücken, ja. To interpret is to impoverish. Also, zu interpretieren bedeutet, etwas, boah, impoverish. Wie soll man das, ähm, im Grunde genommen heißt es so etwas wie, ähm, wegnehmen, wegnehmen, ähm, enteignen. Deplete, sagt sie hier auch The World, also die Welt, Welt enteignen, uneigentlich machen, ausbeuten, möchte ich fast sagen, also die die Welt ähm, ähm, auszunutzen und auszubeuten für den eigenen Zweck. Das meint, das impliziert das Wort impoverish or deplete. In order to set up a shadow world, also eine Schattenwelt, set up zu erfinden. Of Meanings, von Bedeutungen. ja also, also lauter Bedeutungen werden irgendwie erfunden. Das meint dies, das meint das. Und äh, das ist alles eine Schattenwelt, die gar nicht real ist, die erfunden ist. Und wieder vergessend, dass die Kunst selbst ja auch Methoden erfindet und Ausdrucksformen erfindet und Verfremdungseffekte benutzt, um bestimmte. Bedeutungsebenen überhaupt sichtbar zu machen und der Intellekt demgegenüber damit eigentlich in einer Beziehung ist. Das wird hier überhaupt nicht gesagt. Hier wird keine Beziehung von Intellekt und Kunst versucht irgendwie zu beschreiben, sondern es wird also ein Kampf hier aufgebaut. It is to turn the world into this world. Ja, aber das Problem ist ja, the world kann es ja gar nicht geben. Wenn ich sage, ich werde die Welt verwandeln in meine spezifische eigene Welt, dann werde ich ja der Tatsache nicht gerecht, dass das ein also permanenter Vorgang ist. This world, hier Ausrufezeichen, as if there were any other. Ähm, und hier ist ja auch schon das Problem. Ne? Also ähm, es gibt unterschiedliche Welten, unterschiedliche Zugänge, auch in der Kunst selbst. Und wo sie natürlich recht hat, ist, dass ich jetzt nicht hingehen kann und sagen kann, eine Interpretation ist immer die richtige. Und mit so einer Art Brutalität, also ein kindliches Spielen mit dem Intellekt verhindere. Und da würde ich ihr tatsächlich dann auch recht geben und sagen, das sollten wir nicht tun. Wir sollten nicht ähm, verhindern, dass es mögliche andere Interpretationen gibt und dass es einen privaten und persönlichen Zugang gibt zur Kunst. The world, our world is depleted, impoverished enough. Unsere Welt ist also depleted, ähm, ausgebeutet und, ähm, und zersetzt und, 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 ähm, und kaputt genug, wenn man so will. Aber stimmt das? Also ist nicht unsere Welt auf der einen Seite natürlich kaputt, aber auf der anderen Seite auch, also gerade durch den Intellekt, also... Erweitert und erfüllt mit Leben? Also ist das so? Ist es wirklich, könnte man fragen, der Intellekt, der das kaputt macht an sich? Also der Intellekt als das Denken. Ist das so? Oder haben wir nicht vielleicht einen Fehlgebrauch von Intellekt? Wäre das nicht etwas präziser? Away with all duplicates of it, also Duplikate der Welt, until we again experience more immediately what we have. Ja, also direkt erfahren, was wir haben. Können wir das und wollen wir das? Also direktes Erfahren beispielsweise von Essen, Trinken, von ähm, irgendeiner Art von, ja, wie soll man sagen, ähm, ähm, von sinnlicher Erfahrung. Ist das, ist das wünschenswert? Also wäre nicht brutal gesagt, also Sexualität und, und Nahrungsaufnahme, die... Die, also direkt ist und die nicht irgendwie durch den intellektuellen äh, Intellekt gefiltert ist, wäre das nicht eine eigentlich entsinnlichste Art der Nahrungsaufnahme und der Sexualität? Wir würden einfach fressen. Wäre, wäre das wirklich das, was wir wollen? Geht es nicht eher darum, um eine neue Harmonie zwischen Intellekt auf der einen Seite und Gefühl auf der anderen Seite herzustellen? Wäre es nicht sinnvoller? wenn wir sagen würden, wir kreieren durch diesen Wortgebrauch, den wir hier haben, den ja Susan Sonntag selbst auch verwendet, eine Art von Rahmen, innerhalb dessen wir dann spielerisch umgehen mit Nähe und Distanz, mit der Art und Weise, inwieweit wir die Kunst, den anderen, das Künstlerische, was uns vorliegt, auf uns... Zukommen lassen, auf uns einlassen. Also, dass wir sagen, wir schalten bewusst den Intellekt an und ab und nicht entweder ab oder an, sondern dass wir sagen, wir spielen auch in der Sinnlichkeit beim Essen ja mit mm, genießen, auf uns eingehen lassen, auch in der Sexualität. Ich lasse das auf mich zukommen und ich äh, lasse mich fallen und auf der anderen Seite, ich bin wieder jemand, der dann auch den anderen wahrnimmt und fragt und der mit dem Essen in eine Beziehung tritt. Also ich beschwöre ja auch, während ich etwas sinnlich wahrnehme und konsumiere Kunst oder Nahrung herauf durch das Sprechen, was das eigentlich für mich bedeutet. Ich sage, das ist jetzt ein dieses und jenes und ich bereite das auf eine bestimmte Art und Weise zu. Ich mache das schön. Ich intellektualisiere den Prozess des Essens und der Nahrungsaufnahme oder auch der Sexualität und gleichzeitig lasse ich mich dann wieder ein. Das heißt also, ich wege ab und spiele mit Kontrolle und Hingabe, mit Gefühl und Verstand und lasse das beides zu. Und diese Gegenüberstellung, auf der einen Seite Intellekt und auf der anderen Seite die Kunst, ist doch möglicherweise schon wiederum ein Versagen des Spiels. Ein Ich lasse einfach alles zu. Kann das wirklich gewollt sein, dass wir alles zulassen und ist in diesen so scheinbar intellektuell klug und vernünftig daherkommenden Worten nicht so äh, etwas Extremes und Aggressives auch sichtbar. Also verwendet sie nicht selbst eine sehr aggressive und hochgradig beinahe gewalttätige Sprache, indem sie eben sagt, äh, ihr seid nur diejenigen, die im Schatten sind, ihr seid nur diejenigen, die... Ausbeuten und so. Ist das nicht eine Anklage, die hier formuliert wird, wo man fragen kann, was hat in dieser Intellekt denn nicht alles auch an positiven Dingen hervorgebracht? Ist es nicht auch der Intellekt, der dafür sorgt, dass es also Straßen gibt und Akademien und Bücher und ähm, Schreibwerkzeuge, mit denen dann diese Frau Sonntag da ihre äh, wunderbaren Gedanken äh, aufschreiben äh, kann? Also, ist das nicht eine sehr einseitige Art und Weise, auf den Intellekt zu schauen, die hier uns entgegenkommt, könnte man fragen. Nicht? Also, all diese Sachen ähm, sind schon ähm, wichtig. Sie sagt dann auch an anderer Stelle, wir müssen lernen, mehr zu sehen, mehr zu hören, mehr zu fühlen. Statt Termeneutik brauchen wir Erotik der Kunst. Und äh, da sage ich, das ist schon auch wahr. Die Erotik ähm, ist auch wichtig, ist auch Bestandteil. Man muss nicht immer alles zerreden, man muss nicht immer so übermäßig viel quasseln. Das heißt aber nicht, dass man das Quasseln verbieten darf, weil dann würde man ja wiederum in ähm, so einen Extremfall geraten. Ich fände es gelungener, wenn sie geschrieben hätte, mh, dass. Dass Erotik etwas ist, das auch intellektuell zelebriert wird. Also die Kunst besteht ja auch darin, ein 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 erotisches Gebilde aufzubauen. Und die die Erotik entsteht ja auch nur gerade dadurch, dass also aus diesem Konflikt heraus. Ne, also wenn ich jemand bin, der gefestigt ist, der ähm, vielleicht auch eine gewisse Angst und Distanz hat gegenüber der Welt, aus dieser Distanz heraus, aus dieser Gefestigkeit heraus entsteht ja erst die Erotik in der Welt. Das heißt, die Kunst als das andere, das Fremde und das mir Begegnende ist erst als solche wirklich für mich erotisch, wenn ich eine Sehnsucht fühle. Aber wenn ich Teil der Kunst bin und nicht mehr interpretiere, dann gibt es auch keine Sehnsucht mehr, dann gibt es nur noch Schlingen. Nicht? Deswegen ein bisschen diese ähm, Zurückhaltung ist vielleicht auch nicht äh, immer schlecht. Und jetzt könnte man sagen, so wie das Gobel, ja, also diejenigen, die immer alles interpretieren wollen, die haben so eine Angst vor dem Chaos, Angst vor dem Extremen, Angst vor dem nicht einordnbaren Andererseits könnte man sagen, dass diejenigen, und das ist halt eben auch mein Vorwurf, die eben, sich verweigern der Interpretation, Angst eben vor dem Gefestigtsein haben, Angst vor der Ordnung, Angst vor dem Einordnenbar Sein, Angst davor, dass es möglich ist, sie auf bestimmte Kerneigenschaften zu reduzieren. Das heißt also, hier stoßen doch eher zwei verschiedene Ängste aufeinander, ja, nämlich die Angst vor der Ordnung und die Angst vor dem Chaos. Die Angst davor, ich bin bestimmbar durch eine Maschine und die Angst davor, ich bin nicht bestimmbar und chaotisch und diffus. Und wie gesagt, da sage ich doch, dass sowohl der Intellekt als auch die Kunst ein Spiel sein können. Und sowohl der Intellekt als auch die Kunst können zweckentfremdet werden. Also wenn das eine oder das andere äh, gegeneinander ausgespielt wird, wenn sie sich nicht mehr gegenseitig inspirieren. Das hatte ich ja versucht letztes Mal auch zu beschreiben. Dieses sich gegenseitige Inspirieren von. Kunst und Intellekt. Das eine braucht das andere. Und wenn ich dieses Ich brauche das andere nicht mehr formuliere und nicht mehr ausspreche, dann ähm, vereinseitige ich mich selbst und äh, habe so eine seltsame Autarkie-Fantasie ähm, dabei. Also ich brauche die Interpretation nicht mehr. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich bin so frei wie die Welle hier im Hintergrund und ich kann mich einfach in alle Richtungen bewegen. Aber dann sterbe ich. Dann existiere ich nicht mehr. Ich bin auch eine Interpretation meiner selbst und das ist auch gut so. Natürlich eine Interpretation meiner selbst, die sich auch ändert und die sich verändert gerade durch die Kunst. Aber ich bin schon auch das Feste im Fluss. Ich bin eben beides. Nicht. Das ist also generell auch meine meine ähm, Kritik an Simone de Beauvoir, an Sartre, an all diesen Leuten, dass sie halt also dieses Existenzielle, dieses Wellenartige, dieses Hyperfluide viel zu stark betont haben, dass sie das Werden gegenüber dem Sein ausgespielt haben, das Sein gleich die Interpretation, so ist das gegenüber dem, es kann alles möglich sein, dass sie sagen, also das Sein zählt gar nichts, es zählt nur das Werden. Das ist ja auch das, was die ähm, äh, Judith Butler und so diese ganzen postmodernen Denker eben machen, dass sie sagen, es zählt nur das, was ich entscheide, was ich werde und so weiter. Nein, es gibt auch feste Dinge, es gibt auch Ordnungen und Interpretationen und es gibt auch Klarheit in der Welt. Und es gibt auch eine Autorität des Gefühls und eine, ähm, eine, eine Autorität äh, des Fluiden. Ja, also mit, mit Gewalt alles, was mich versucht irgendwie einzuhegen, zu zerstören. Und damit werde ich genau das, was ich behaupte zu bekämpfen, nämlich der autoritäre Moralist. Und das ist eben für mich ähm, entscheidend zu sagen, ich Male etwas, ich interpretiere ja auch, ohne es vielleicht zu wissen, die Welt und entscheide mich, bestimmte Dinge zu betonen in der Kunst. Das heißt, der Künstler, der etwas schafft, der jetzt zum Beispiel hier diese Frau malt, dieses Bild gestaltet, der entscheidet sich ja, ein bestimmtes Material zu verwenden, auf eine bestimmte Art und Weise seine Zeit zu verwenden. Das heißt, er bestimmt sich selbst. Er definiert sich selbst. Er trifft ganz, ganz viele Entscheidungen, die... Den Fluss einschränken, die stiff sind, die also das sind, was also das unbeweglich, das, das Bewegliche unbeweglich macht. Etwas festzuhalten. Ja, die Kunst ist ja etwas, was, ähm, was einen Moment in der Zeit festhält, verewigt, etwas verewigt, etwas fluides ewig macht und uns dadurch erst Ewigkeit in und Liebe auch erkennen lässt. Denn das ist ja der Gestus hier, dieser Künstler hier in diesem Bild malt hier dieses Auge dieser Frau und hält damit den Augenblick des sich Verliebens möglicherweise fest. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt überinterpretiert. Ja, aber ich kann doch nur, indem ich interpretiere und indem ich meine Gefühle und diese ganzen verschiedenen Dinge zulasse, diesen Prozess, das Bild erst erotisieren. Und ich glaube, das meint Susan Sonntag auch, dass sie sagt, ich gehe jetzt halt eben nicht hin und sage... Ah, der verwendet hier eine klassische Methode, dies und das und so weiter. Und dieses Bild, das ist also im 18. Jahrhundert, also verortet und der und der. Nein, dass ich wirklich erotisch mich darauf einlasse und sage, was bedeutet dieses Bild für mich jetzt? Dass ich so mit so einer kindlichen, ähm, wie soll ich sagen, Unbedarftheit hier herangehe und gar nicht frage, woher kommt dieses Bild und in welchem Jahr ist das entstanden und was will der Künstler sagen, sondern ganz ungehemmt. Sage, was bedeutet es für mich? Und vielleicht ist es eben so, dass man gerade dadurch, dass man etwas an sich heranlässt und ausspricht, das bedeutet es für mich, etwas Reales überhaupt erstmal aufbricht. Nur über die subjektive Schiene, das bedeutet das für mich. Ich sehe dort hier verkörpert den äh, Moment des Sichverliebens. Jetzt wird vielleicht ein anderer sagen: Ja, aber möglicherweise malt er hier gerade seine Schwester. Das spielt keine Rolle. Ne? Weil. Ähm, das ist ja, als ob der Künstler immer wüsste, was er ausdrückt und wie er es ausdrückt und wie viel unterschwellige Dinge dort sind. Also ein, ein Bild kann, ähm, drückt so viel Unbewusstes aus, öffnet so viele Welten und auch eine Interpretationsfülle. Es kann nicht die Lösung sein, alle Interpretationen auszuschalten, aber es ist schon wahr, wir sollten raus aus der Entwertung. Und zwar aus der Entwertung in alle Richtungen. Entwertung im Sinne von, ich entwerte jeden, der nicht auf der Kunstakademie war und das jetzt anders interpretiert als ich, aber auch... Ich entwerte den, der auf der Kunstakademie war und also mir erzählen kann, was jetzt alles das Hintergrund dieses Bildes ist, wo das herkommt und irgendwie blablub bla und ähm, das ist irgendwie japanische Kunst, das ist ein ganz spezieller Stil, dass ich alles annehme und dass ich mit allem spielen kann. Dass ich sagen kann, manche Leute sind hypermäßig im Intellektuellen und manche Leute sind hypermäßig im Künstlerischen und wir agieren miteinander und versuchen eben nicht, den anderen runterzumachen und die. Kapazitäten und Fähigkeiten des anderen zu entwerten. Und das ist sicherlich eine Erfahrung, die Susan Sonntag gemacht hat, dass wir ja dann halt auf den Akademien, auf den Kunstschulen dann so diese, diese, ähm, diese Dichotomie haben zwischen dem Laien, der abge herabgewürdigt wird, also ne, jemand, der jetzt sich nicht auskennt, und dann dem Intellektuellen, der dann eben sagt, wie es richtig zu interpretieren ist. Also das ist sicherlich auch. Eine ähm, Abwertungsspirale, die es zu verhindern gilt. Generell ist dieses, ähm, dieses Entwerten ähm, des anderen und der anderen Meinung äh, sicherlich ein Problem. Allerdings muss man schon sagen, es gibt auch gute und schlechte Kunst und es gibt auch etwas wie Geschmack und Stil. Und es gibt auch so etwas wie, das sich durchsetzt. Ne? Es wird ja immer wieder, das ist ja auch, was der Skobel kritisiert hat, so ähm, sehr stark angezweifelt, dass es eine Zielhaftigkeit gibt. Aber doch, die gibt es schon. Es gibt schon Zielhaftigkeiten, Zielvorstellungen und es gibt auch in der Geschichte, ähm, eine, eine Richtung im Fluss. Es ist nicht alles willkürlich. Und es ist ja auch die Angst vor der Ordnung und vor dem Göttlichen und vor dem Gesetzten, die da bestimmend ist. Die Angst vor Bedeutung und die uns erklären lässt, also das sind alles Schatten, ähm, die sind alle nicht real. Was für eine Anmaßung steckt dahinter, dass ich jetzt also jemandem sage, dass er in so einer Schattenwelt ist, ne? Und natürlich ist es kann man sagen, das ist der Male Gaze und so. Ja, aber das, der Male Gaze hat die Kunst überhaupt erst hervorgebracht, die dich dann identifizieren lässt, intellektuell, was der Male Gaze sei. Das heißt also, wir können nicht ohne diese Bedeutungsschwere, ohne das hineininterpretieren, das kritisieren und dann eine Öffnung haben. Das ist das große Problem der politischen linken und der problem daridas ohne die sprache kann ich die sprache nicht kritisieren die möglichkeit kann nur sein spielerischer umgang und das ist ja eigentlich ein, ein künstlerisches leben wo jeder für den anderen künstler ist und jeder den anderen inspiriert und da eben zu sagen das ist alles also völlig virtuos und wild und es gibt keine, keine tiefere bedeutung nichts göttliches darin heißt eigentlich, das Leben zu entsakralisieren und alles Heilige und Bedeutungsvolle herauszuextrahieren. Und ich würde sagen, wir, wir haben ja denselben, ähm, die, dieselbe Art von, ähm, von Verarmung, von ähm, Impoverishment, im also von, äh, vom ähm, Depleting, ja? also dieses Herausziehen von, von, von Tiefe und von, von Gehalt, wenn wir das tun. Wenn wir, wenn wir es völlig verbieten, irgendeine höhere Macht zu sehen, dann gibt es auch keine Liebe mehr. Dann löst sich das Bild hier vor uns auf. Denn nur weil der Künstler dieses höhere und göttliche und liebende, diese Liebe in sich ausdrücken wollte und diesen Moment festhalten, war es ihm möglich, dieses Kunstwerk zu schaffen. Und wenn wir sagen, es gibt keine Bedeutung, das sind alles nur Schatten, dann löst sich auch das auf, was wir hier sehen. Das kann unmöglich der alleinige Weg sein. So berechtigt die Kritik an dem Methodenzwang und an all diesen Dingen, was ich natürlich ja auch nachvollziehen kann, ist ja, denn wenn wir das hier sehen, dann gehen wir ja auch nicht hin und sagen, na Moment, also hier darf man jetzt nicht interpretieren, das ist jetzt ein freier Ausdruck, hier drückt jemand seine Liebe fürs Vaterland aus und wir sollen das jetzt nicht überinterpretieren. Wir sollen jetzt nicht sagen, das ist Teil der Nazikunst und wir sollen jetzt nicht sagen, dass das Weihnachtsfest hier entwertet wird. Wir sollen jetzt nicht sagen, dass hier ein falscher Familienbegriff stattfindet, weil das ein persönlicher und privater ganz Thema Zugang ist und ähm, den dürfen wir jetzt nicht abwerten. Das würde keiner sagen. Wir würden sagen, wir müssen abwerten. Wir sind verpflichtet abzuwerten. Wir sind verpflichtet hier eine Bedeutung reinzuinterpretieren. Wir sind verpflichtet, das eben nicht stehen zu lassen für sich selbst. Wir sind verpflichtet hier eine Wertung zu vollziehen und wenn wir es nicht tun und sagen, wir sind völlig frei davon und alles ist einfach so Silvia Platmäßig erlaubt. Dann handeln wir falsch weil es richtiges und falsches Handeln gibt, weil es im Fluss, in der Bewegung, in allem hin und her, und wir sind alle happy und Freunde und jeder hat seinen erotischen Zugang zur Welt, die eben doch eine Unterscheidbarkeit gibt von guter Kunst und schlechter Kunst, von Instrumentalisierung von Kunst, von ähm, äh, Missachtung der Kunst. Und das ist ja auch das, was die Susan... Ähm, auch an anderen Stellen ja auch dann auch immer wieder zum Ausdruck gebracht hat und hier sieht man auch so ein bisschen so diese, dieser Kampf, den sie gegen sich selbst geführt hat, sie hat Leni Riefenstahl kritisiert, sie hat die Nazikunst kritisiert, aber sie ist nicht so weit gegangen zu sagen, Moment, also vielleicht gibt es doch irgendeine Art von klarer, fester Struktur und Moral, die wir halt eben brauchen, weil ohne die geht es ja doch nicht. So wie es ohne den Stift und ohne das harte Marmor nicht geht. So wie es ohne die Entscheidung, diese Linie so auf dieser Wand zu ziehen, nicht geht. Wir sind nicht nur Fluss. Wir sind nicht nur Bewegung. Wir sind auch stiff und wir sind auch starr. Und das ist auch gut so. Das starre und das bewegliche müssen harmoniert werden. Harmonisiert werden müssen irgendwie auch in einer Art von erotischer Begegnung kommen. Und das hat auch was mit Mann und Frau zu tun. Und das ist auch etwas, was auch ein Sein ist, was nicht nur ein Werden und ein ständiges Geschehen ist und was sich dauernd verändert, sondern etwas, das uns gegeben ist, das schicksalhaft ist. Es gibt Dinge, die sind gut und die sind schlecht. Und die Nazis sind nicht nur aus heutiger Sicht schlecht, sie waren schon damals schlecht. Wenn wir sagen, alles ist frei und fluide, dann können wir nicht gleichzeitig sagen, die Nazis waren böse. Und das müssen wir bedenken. Na genauso wie hier dieses Bild. Wie können wir das denn dieses Bild will doch interpretiert werden. Es verlangt doch Auseinandersetzung. Es ist doch ein politisches Statement. Der Künstler wollte doch etwas damit sagen. Das nicht zu tun und jetzt zu sagen, ich verweigere die die Interpretation und ich verweigere es in dem Bild irgendwie. Ich nehme das einfach nur wahr und lasse das mal so schwingen und ähm, versuche gar nicht irgendwie groß was darin zu sehen. Damit, damit bewege ich mich doch im Schatten. Damit entwerte ich doch eigentlich den Künstler. Damit gestehe ich ihm doch nicht zu, dass er mir was sagen will. Damit verkenne ich doch, dass dieses Bild hier eine politische Botschaft hat, einen Auftrag hat, ein Aufklärungsbedürfnis hat. Das muss ich dem doch zugestehen. Wenn ich mich in so einer buddhistischen Passivität zurückhalte, dann mache ich doch etwas falsch. Und ich muss doch sagen können, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Es ist doch die Akademie, die mir hier sagen kann, das ist ein Bild der Aufklärung, das versuchen will, das und das und das zu sagen. Und erst durch die akademische Schulung, durch den Intellekt, lösen sich die Schatten auf und ich sehe die Sonne als das, was sie wirklich ist. Ich sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. Ich muss doch auch dankbar sein gegenüber demjenigen, der dieses Bild geschaffen hat und mir etwas sagen will. Deswegen, also so einfach ist es nicht. So keine Angst vor der Interpretation. Und ja, es gibt falsche und richtige Interpretationen. Aber es gibt auch eine Breite von Interpretationen und persönlichen Zugängen und so weiter. Es ist all das gleichzeitig zu sehen, nicht äh, so in so sowas Extremes zu gehen, sondern hier zu sagen, der, die Kunst ist ein Raum, wo es Grenzen gibt, aber innerhalb dieser Grenzen, ja, also die Grenze ist also ganz klar dies hier, ja, dieses, das. Das ist, da würde ich sagen, also das ist Mist, das müssen wir sagen. Das ist die Grenze. Hier wird Kunst instrumentalisiert und benutzt. Das ist Dreck, das ist richtiger Mist. Und diese Grenze müssen wir ziehen. Und wenn wir das ziehen, ist alles super, ja? Weil, das hier ist natürlich dann <laughs> der nächste Kandidat, den ich besprechen wollte. Da müssten wir dann ja auch sagen. Also, dass, wir dürfen jetzt nicht hingehen und sagen, das ist jetzt hier das Patriarchat, was hier raus spricht. Das ist kein Gestus, der also gewaltverherrlichend ist und der ein Männlichkeitsideal äh, irgendwie propagiert, das fragwürdig ist. Das dürfen wir alles nicht sagen. Weil das ist sein persönlicher Selbstausdruck. Das ist seine Art, sein Innerstes zu finden und so weiter. Das ist also sein inneres Kind, was hier im Erwachsenen durchkommt und so. Und das ist einfach das Problem, dass wir nichts mehr kritisieren können am Ende. Weil natürlich ist das hier patriarchal und kritisch und fragwürdig und so weiter. Und natürlich müssen wir da auch die Linie ziehen zu den Nazis. Selbstverständlich. Das hier, dieser Kollege, dieser Alpha. Das ist ja also jetzt natürlich kein Nazi, das wäre unfair, das zu sagen, aber es ist insofern ähm, natürlich eine Idealisierung von Männlichkeit und eine Idealisierung von, von, ähm, von Stärke, die eher so in dieses darwinistische und, äh, und verherrlichende auch von Gewalt geht. Der gewalttätige Mann als der starke Mann. Der Mann mit den dicken Muskeln als derjenige, der sich verteidigen kann. Und dies Interpretieren und Intellektualisieren ist ja jetzt nicht etwas, was an dieser Stelle äh, verhindert, dass wir unsere Perspektive öffnen für das Männliche in uns, sondern das verhindert, dass wir eben dem Verfallen dieser Art hier sich auszudrücken dass wir in die richtige distanz gehen weil das ist ja auch wichtig wir haben ja auch durch den intellektuellen äh, äh, auseinandersetzung eine distanz die wir schaffen zu dem was wir sehen und dieses spiel meine ich also auf der einen seite zu sagen ja ich finde das vielleicht auch das wäre ja auch offen zu sagen irgendwie ähm, ähm, wichtig, dass man auch fit ist und dass man stark ist. Und es gibt bestimmte Teile, die ich von diesem Bild, von dieser Kunst, die mir begegnet, annehmen kann, und andere Teile, wo ich gegenüber distanziert bin, dass ich sage: Muss es denn jetzt wirklich so viel Muskeln sein? Reichen denn nicht die Hälfte der Muskeln? Kann man die Zigarre und die Uhr nicht weglassen? Gibt es nicht eine geschmackvollere Art und Weise, Stärke zu zeigen, als diese? Das darf ich alles nicht mehr fragen. Weil ich muss ja das dann für sich selbst stehen lassen. Und das ist die paradoxe und fast ein bisschen geisteskranke ähm, Folge, wenn man diese G Geschichte dieser politischen Linken und dieser Simone de Beauvoir und äh, Susan Sonntag und dieses buddhistische Ei und so und wenn man das zu weit treibt. Dass man am Ende das, was man ja nicht möchte, dem dann Tür und Tor öffnet. Ja? Das ist ja völlig klar, wir haben ja hier auch wieder so ein Spiel aus Nähe und Distanz ne die Möglichkeit halt diese ganzen verschiedenen Schablonen zu sehen und zu sagen was nehme ich davon an? Ne? Also zum Beispiel hier wie gesagt bei diesem Alpha zu sagen ähm, wofür äh, was bedeutet das? Wo kommt das her? Also da ist ja offensichtlich eine Bedürftigkeit da ne? ähm, auch bei vielen jungen Männern ähm, so eine Art ähm, Stärke auch zu leben, und hier ist eine Übertreibung, die vielleicht auch eine Provokation darstellt. Der Kollege will vielleicht gar nicht so sehr hypermännlich sein, sondern er möchte möglicherweise, und das interpretiere ich jetzt in ihn hinein, eigentlich damit nur sagen, wenn ihr uns verbietet, echte Männer zu sein, dann Hauen wir richtig ein drauf mit äh, allem Drum und Dran und überstilisieren Männlichkeit. Weil es ist ja schon ein spannendes Phänomen, das könnte man ja auch beobachten, wenn man das wollte, dass also diese ähm, Auflösung von Geschlechtergrenzen, diese ganze Wokness nur dazu geführt hat, dass also die Männer reihenweise in die Fitnessstudios rennen und sich da diese dicken äh, Muskeln antrainieren und die Frauen davon träumen, sich den Hintern aufspritzen zu lassen. Je mehr Entwertung der Geschlechtergrenzen und des Geschlechtlichen, desto piepsiger werden die Frauenstimmen, desto ähm, dicker werden die Hintern und desto breiter werden die Schultern. Also das könnte man ja beobachten. Na? Also dass wir offensichtlich halt eben, ähm, und das ist auch eine wichtige Geschichte, nicht selbst entscheiden wie sich Gesellschaften entwickeln, dass es auch ein Sein gibt, ein Gefühl gibt, das hier ausgedrückt wird, auch vielleicht auch in diesen Nazi-Bildern, ein Bedürfnis nach Gemeinschaft und so weiter, dass man versucht hat, diesen Leuten auszureden und kaputt zu machen. Das heißt also, wir können mit Nähe und Distanz spielen und... Auf der einen Seite sagen, das, was den ganzen jungen Männern daran gefällt, an diesem Kollega und an diesem ganzen komischen Quatsch, das sehen wir, das fühlen wir, da haben wir eine Nähe zu und auf der anderen Seite eine Distanz. Und aus Nähe und Distanz mit Kunst umgehen, neue Kunst machen, das umgestalten und dieses Bild hier vor uns sehen, wo wir plötzlich merken, es gibt verschiedene Schichten, Schablonen und das, was ich mache, die Art zu sprechen, ist selbst Kunst, ist selbst Handwerk, ist selbst eine Art von... Beitrag, den ich leiste, wo ich alles miteinander verwebe und so eine Art Collage mache, eine künstlerische Auseinandersetzung, wo ich mit allem umgehe und es stehen lassen kann in einem Raum, der stillernd ist, der nicht sagt, alle Grenzen auflösen und der auch nicht sagt, alles bis ins Kleinste und Letzte erklären. Das Spiel, das Spiel und die Hoffnung und natürlich auch alles, und das ist das Wichtigste, was ich glaube, mit Liebe. Denn das einzige, was uns hilft, den Raum größer zu machen, in uns selbst und zwischen uns, ist die Liebe. Ich glaube, dass die Liebe das Kriterium sein sollte. Nicht Intellektualität und Nicht-Intellektualität oder der Intellekt und die Kunst, sondern tun wir das, sprechen wir, ja, sind wir, leben wir mit Liebe und mit Wohlwollen. Und ich versuche auch diesen Kollegen und auch bei den Nazis ist es schwierig, da glaube ich, ist, muss die Wohlwollen ein Grenzen haben, aber ich versuche immer mit Wohlwolle und mit, mit Liebe das zu schauen, weil dann kann ich nämlich, und das ist eben der Punkt, den Schatten durchbrechen und sehen, was wirklich dahinter ist. Nämlich auch eine komplexe Figur. Auch dieser Kollege wird, wenn man ihm zuhört, ganz viel erzählen darüber, dass er Vorbild sein möchte, dass er den Jungs was geben will. Und das alles sehe ich nicht, wenn ich, und das ist eben die Pointe, wie Susan Sonntag eben kritisieren würde, hier drauf gucke und diese Interpretationsschablone nehme und sage, das ist alles nur Patriarchat. Nee, es ist viel mehr als das. Es ist ein Spiel.